Grüßt euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial erkläre ich euch heute, was ihr immer auf dem Gletscher mit dabei haben müsst. Mit der Standardausrüstung könnt ihr eine Spaltenbergung durchführen und euch auf dem Gletscher anseilen. Einen Gletscher sollte man nie ohne die richtige Gletscherausrüstung betreten. In der Regel kommt man mit wenigen Ausrüstungsgegenständen aus. Es gibt aber auch hilfreiche Spezialwerkzeuge, die am Gletscher sehr dienlich sein können. Ihr selbst müsst also abwägen, ob ihr eure Ausrüstung erweitert und dafür aber auch mehr tragen müsst. Die Basis-Gletscherausrüstung besteht aus einem Seil, einem Hochtourengurt, Steigeisen und einem Pickel, einem Bollock-Karabiner, 2 Kilog Normalkarabiner, 2 HMS-Karabiner, einer Eisschraube, einer 120 cm Bandschlinge und 2 Rebschnüren. Nicht essentiell, aber sehr hilfreich sind eine Seilrolle Mikrotraxion und der T-Block von Petzl. Gurt, Steigeisen und Pickel kennt ihr bereits aus Folge 2. Hier nun ein paar Details zur restlichen Ausrüstung. Für die unterschiedlichen Spaltenbergungsverfahren und vor allem für den Aufbau einer Garderklemme sollte man mindestens 2 baugleiche Kilo-Karabiner dabei haben. Kilo-Karabiner haben keine Kerben oder Nasen, an denen sich Rebschnüre oder Bandschlingen in einer Stresssituation verhängen oder verheddern können. Der Bollock-Karabiner eignet sich sehr gut, um sich in einer Gletscherseilschaft mit dem Seil zu verbinden. Der Bollock-Karabiner gilt als sehr zuverlässig und sicher und lässt sich nur öffnen, wenn man den kleinen Ball am Schnapper hineindrückt und gleichzeitig den Verschluss um 45 Grad dreht. Dieser Karabiner wird auch Safe Lock genannt. Auf Hochtour sollte jeder 2 HMS-Karabiner am Mann haben. HMS-Karabiner eignen sich zur Kameradensicherung sowie für neuralgische Punkte in der Spaltenbergung. Hier empfehlen wir ebenfalls HMS-Karabiner mit Keylock-System. Zur Selbstrettung aus der Spalte wie auch für den Aufbau einer losen Rolle brauchen wir 2x4 Meter Rebschnur mit einem Durchmesser von 6 mm. Eine 120 cm lange Bandschlinge benötigen wir für den Bau eines T-Ankers und zum universellen Einsatz, zum Beispiel zur Selbstsicherung. Zur Errichtung eines Fixpunktes im Eis empfehle ich euch eine Eisschraube mit Kurbel. Das spart Zeit und Energie. Ein meines Erachtens sehr sinnvolles Zusatzutensil ist die sogenannte Mikrotraxion von Petzl. Bei lediglich 85 Gramm Eigengewicht reduziert die Mikrotraxion die Seilreibung bei einigen Spaltenbergungsverfahren erheblich. Der T-Block dient als praktische Seilklemme und kann in manchen Situationen einen Brusik ersetzen. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich ein Seil, je nach Seilschaftsgröße unterschiedlich in der Länge zwischen 30 und 60 Metern bei einem Durchmesser von mindestens 9 mm als Einfachseil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.